Wir raisen King 10 suited. Und der 54-8er callt das Cold, die 3-Bet. Okay, ja, und du hast das, wegen was hast du geraced? Ist das standardmäßig für dich? Na, hier ist ein schlechter Spieler, hier ist ein schlechter Spieler. Ich will, okay, halt, genau. Ich will halt einfach gegen die spielen. Also. Ja, okay, okay. Aber ich glaube, es ist auch, ja, ich glaube, ich mache halt den Fehler, dass ich das sogar an Tischen mache, wo nur Regulars sind. Und da ist natürlich totaler Mist. Naja, die folden halt immer. Fold Equity. Ja, viele folden halt. Also siehst du ja, ich meine, die spielen alle nicht so viel. Ja, klar. Ja, okay, und du kriegst den, kriegst, was 3-bettet der gegen EP? 2-3%, denke ich mal. 2%, ja, es ist ein unterirdischer Call hier, ist ganz klar. Ich weiß auch nicht, ja. Das muss ich mir ja, wieder abgewinnen. Ja, okay, aber sind sie, mach mal nochmal zurück, wie viel, was hast denn du Port Odds? 22. Ja, 3,5 zu 1. Aber ich glaube, die Hand ist halt einfach falsch, also die ist so sehr dominiert von seinem Ass-König, von seinem König-Dame oder was die da alles haben. Wenn ich hier 6... Du musst eigentlich schon Trips floppen oder einen Flush. Ja, und Trip-Könige ist auch schon wieder so eine Sache. Ich meine, das wird schon oft reichen, aber du bist ja auch nicht glücklich, ja, wenn der Flop-König-König 2 kommt. Eben. Also das ist einfach, das ist einfach die völlig falsche Hand dafür. Ass 2 suited wäre in Ordnung, 6-7 suited wäre in Ordnung. Ja, oder Pocket 2 ist auch einfach. Pocket 2 ist auch in Ordnung, aber König 10 suited ist halt völlig falsch, deswegen finde ich den Call hier echt unterirdisch. Die Gier macht Stier, ja, super. Wie kann man jetzt $100 verlieren, habe ich mir gedacht. Ja, einfach instant pushen. Check, check, check. Okay. Ich denke mir, dieser Corey Tolos hat hier immer Ass-König. König immer. Ja. Und ich denke mir, von Ass-König kriege ich ihn jetzt runter. Echt? Ja, war mein Plan gewesen. Dann den Check, okay, aber du spielst kleiner, das ist auch cool, weil wenn dann natürlich über den Check race, weil so race da und dann... Ja, so wollte ich es ja haben, das war ja echt mein Plan gewesen. Ich wollte ja, dass es sein Ass-König hier irgendwie so ein bisschen protected und wenn ich jetzt reinstelle, dass ich denke, hat er 9er 6er. Glaubst du nicht, dass der Fisch nicht auch wahnsinnig oft irgendwelche Ass-Kombinationen hat? Ja gut, wenn der Fisch hier callt, ist die Hand für mich gelaufen. Ich meine, das ist ja, wenn der Fisch jetzt hier callt, dann habe ich ja einen easy call. Mit ja, meinem Flush-Draw. Ja, okay, ist eigentlich ein geniales Spiel. Und wenn der Fisch foldet, dann stelle ich hier rein und dann wird er schon sehen, dass ich 9er oder 6er habe und dass er folden muss. Und glaubst du, dass du da gegen den, dass der Richtige dafür ist? Ich denke, dass das fast jeder Regular, also wenn, ich denke, dass 80% der Regulars als König hier jetzt folden können, wenn ich es reinstelle. Okay. Denkst du, also es ist halt echt, das ist meine Annahme, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber du bist doch der Mensch, der niemals einen Fold generiert. Ja, ich bin halt der Mensch ohne Fold Equity, das stimmt. Ja, du bist der Mann ohne Fold Equity. Ja, von daher. Aber ich denke halt, er hat halt hier immer Ass König und mach mal nochmal zurück, was du dann jetzt für Pot-Outs bekommst. Nur auf das Unraise 4,5 kannst du eigentlich fast schon nur callen. Ja, ich war mir halt ziemlich, ja, ich weiß, dass ich hier easy Pot-Outs call hätte, aber ich dachte mir halt echt, dass ich ihn hier zu 70% zu einem Fold bewegen kann. Okay. In meiner Welt. Ich meine, das wird natürlich überhaupt nicht stimmen, weil ich und ja keine Fold-Equity habe. Und wenn er Ass König hat und callt, wie sehen da deine Odds aus? Denke ich mal, hast du auch so 20%. Dann habe ich 9 Outs mal 2 plus, ja, 20%, Okay. Jo, und er trennt sich natürlich nicht von Ass-König. Ja, aber das hat auch einen ganz bestimmten Grund, also der hat halt Ass-König in Peak und das ist in Ordnung, das sehe ich ein, dass er das callt, aber ich denke, wenn er hier Ass-König in Herz hat, wird das oft genug folden, als dass mein Ja, Push aber was treibt den hier bitte schön am Flop zu checken, was ist denn das? Genau. Wahrscheinlich wollte er den Fisch check raisen, aber das macht eigentlich auch kaum Sinn. Es macht alles keinen Sinn, ne? Ja, okay, ich kenne mich, also... Ich finde es geil gespielt mit den $9, weil es sieht übelst komisch aus, aber du kriegst eigentlich immer von Ass-König und du musst ihm hier Ass-König geben. Ja, immer den Min-Race, um rauszufinden, wo er steht. Und wenn der Fisch noch den... Wenn der Fisch wirklich einen Ass hat, dann hast du einen übelst geilen Port-Odds-Call und wenn nicht, kannst du echt den runterschieben. Ja, und genau, und ich denke halt, dass Ass-König in Herz und was weiß ich, Offsuit Ass-König wird es nicht so schwer sein zu folgen. Ja, und du kannst ihm wirklich hier nicht Ass-König in Peak geben. Nee, das ist halt echt, das ist halt Worst Case, aber das ist halt, naja, das ist halt in Ordnung. Und glaubst du auch, dass er jemals Asse an dem Board slow spielen würde? Auch niemals. Das glaube ich auch. Kannst niemals, ja. Okay, naja, dann bravo. Ja, 20%, ja. Okay, jetzt die Lektion, dass man mit König 10 nicht auf eine 3-Bet callen sollte, wenn man EP sitzt. Aber meine 10 wäre ja gut gewesen. Ja, stimmt. Ja, kann kommen, ne?